Hey Leute, willkommen zurück zu Skyrim! Okay, ja, Ingvar-Tee ist bereit. Ich würde sagen, wir können jetzt weitermachen mit der Sheogorath-Quest. Ja, die andere mit Verimas, die, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe schon gelesen, ich muss wohl einen Cheat benutzen, wenn die Quest verbuggt ist. Naja, ich will ehrlich gesagt nicht diesen No-Clip-Cheat verwenden, wenn es nicht auch anders geht. Gut, auf jeden Fall. Du siehst mich doch gar nicht. Was wollt ihr denn? Ich werde auf jeden Fall zur Sicherheit einen Unsichtbarkeitstrank nehmen. Wo haben wir denn? Da. Ja, komm, die Magiker kann ich drauf verzichten. Und wie entdeckt? Wollt ihr mich veralbern? Ja, gut. Wir kommen rein. Das ist doch schon mal was. So, oh, hier sieht's ja lecker aus. Suche im Pelagius-Flügel nach Deverins Meister. Deverins Meister, so. Wie gesagt, ich habe es doch schon letztes Mal gezeigt. Meister, ja, hey Meister. Ich spiele es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad weiter, denn ich finde es etwas anspruchslos mittlerweile. Naja, schauen wir mal, wie ich so zurechtkomme. Wenn nicht, muss ich es halt wieder runterstellen. Aber ich glaube, nee, das ist nicht notwendig. Gut, alles klar. Was haben wir denn hier überall? Oh, das ist doch Gift. Nee, das ist Wein. Das ist auch ein Gift. Welches Gift darf es denn für Sie sein? Ich gehe auf jeden Fall mal in den Schleichmodus. Ja, hier sieht es wirklich so aus, als würde hier ein Geist rumspuken. Oh, Spinnenweben. Knirsch. Überall Krüge. Ich weiß nicht, wenn ich da drüber laufe, über diese Kerzenhalter und Krüge hier, das Rumpelgeräusch, ob das die Gegner dann irgendwie aufschreckt, habe ich noch nie so ganz ausprobiert. Was kann ich... Hä? Was ist jetzt los? Noch etwas Tee, mein lieber Pelly. Was? Ach nein, wirklich nicht. Was ist denn jetzt mit mir los? Guck mal. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht jetzt viel weiß zu ich auch hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Teeparty von Furchtenhutmacher. Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesen Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Ah, wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit... Ganz kurz, um das zu unterbrechen. Ich möchte nämlich Sheogorath nicht unterbrechen. Boah, ist der Ingwer-Tee scharf. Okay. Nee, Sheogorath, das ist nämlich der Auftraggeber oder höchste Auftraggeber in Shivering Isles aus Oblivion. Das ist so der Gott dieses Wahnsinns, der Dedra. Naja, wollte ich nur mal sagen, ich fand's ganz lustig. Und auf jeden Fall sinnieren die gerade wohl über die Ereignisse von Oblivion nach. Denn Martin wurde ja zum Drachen und hat da diesen Oberdämon besiegt, der aus dem Tor von Oblivion kam. Aber gut, wir hören uns mal weiter an, was die zu sagen haben. Ich erlebt einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und... Oh, 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 und der Käse zum Sterben gut. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch! Du hast echt eine Klatsche, ne? Wie unhöflich ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Okay, mit wem habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Nein. Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Ja, du bist wirklich wahnsinnig, aber deswegen mag ich dich. Ja, wo sind wir denn hier? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Es gibt ja viele erste Male. Ich bringe eine Nachricht. Wirklich? Oh, oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ich mag ihn. Ich soll euch aus eurem Urlaub zurückholen. Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nichts!
Ich will es erraten. War es Molag? Nein, nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall? Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Ja, das tust du. Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ja. ich glaube, ich werde es auf die persönliche Weise versuchen. Ich weiß nur, dass euer Volk sehnsüchtig auf eure Rückkehr wartet. Okay, das gefällt ihm wohl nicht. Ja, er ist verrückt, ich weiß. Oh, bitte, verzeiht! Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig! Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine... Botschaft zu überbringen? Schwach. Was soll daran schwach sein? Übrigens, ich finde das ja toll. Der vereint so wirklich die Demenz und die manische Seite. Das heißt, so dieses bisschen Depressive und dieses überschwänglich Fröhliche. Das finde ich sehr gut gemacht übrigens. Ja, heißt das jetzt, er geht oder nicht? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich. Wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ich hab's gewusst. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Und wo liegt der Haken? Ha! Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Mit deinem kranken Verstand. Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ja, das hast du schon gesagt, aber ich dachte, du lügst mich an. Ihr denkt jetzt sicher... Kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na? Na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Wer ist der Wabajak? Herr Wabajak war ausgerüstet? Was? Was denn? Ach so, Moment, ich habe jetzt einen Stab. Was macht er denn? Das ist, sieht irgendwie komisch aus, das Teil. Moment. Ich kann nicht in mein Inventar. Okay. Was hast du mit mir gemacht, du alter Verrückter? Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Inspektor, was macht dieser Mann da? Ja, er tanzt die diebische Elster für Sie. Hervorragend. Möchte ich Mann zum Ritter schlagen. So kam mir das gerade vor. Okay. Was ist das Ding? Gut. Okay, ich kann damit irgendwas schießen. Und ich hab... Nee, ich hab nichts. Ich hab gar nichts einstecken. Okay, ich nehme mir auf jeden Fall... Backkartoffeln. Ich kann nichts benutzen. Gar nichts. Ja, das ist interessant. Die Quest gefällt mir schon mal auf Anhieb jetzt. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde... Die Untoten... Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Okay. Warum das denn jetzt? Ich werde gesehen? Warum werde ich gesehen? Okay. Oh. Was kämpft er denn da? Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst.
Oh, guck mal. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Okay, ja, vorbei. Ja. Ihr seid so gut wie tot. Ah, okay. Uff. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was, warum sind wir zu zweit? Geister. Aua. Kann ich den irgendwie größer machen? Gut. Ah, jetzt. Hä? Ja, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn? Ist das falsch oder richtig? Ihr scheint ein kleines Problem zu haben. Oder gar nicht. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas... Okay. Ich weiß nicht ganz, was ich tun soll. Ist das... Wunderbar. Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ihr werdet noch um euren Tod betteln, bevor ich mit euch fertig. Das ist ja schön. Okay, damit hätte ich wohl ein Rätsel gelöst, denke ich. Ja. Ja. Das ist toll. Bevor man sich selbst hasst, soll man lieber andere hassen, oder wie soll ich das jetzt auffassen? Naja, gut. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Oh. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Okay. So, mal gucken. Jetzt muss ich wahrscheinlich Albträume bekämpfen. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren. Aber hartnäckig. Okay. Boah, das ist ganz schön bedrohlich, diese Farben hier. Gehen wir erstmal hin. Können wir ihn vielleicht direkt schon so aufwecken? Pelagius ist der Gequälte. Hm, vielleicht ein Schmetterling oder ein Pilz. Na? Fällt dir was davon? Vielleicht hier in den Baumstumpf. Ah, Mora Tapinella. Die Pilze, die finde ich ganz gut. Okay, hier gibt's gar nichts. Bis auf diese Schmetterlinge, die da rumflattern. Wenn ich vielleicht abschieße nochmal. Ja. Au. Eine Ziege? Okay. Ist da jemand? Hab euch. Warum wollt ihr denn die Ziege hauen, sag mal? Irgendwie ist da keiner auf mich fixiert. Oh oh. Hexenrabe. Puff. Ah, okay, ich verstehe schon. Geht das jetzt wohl weiter, bis ich alle. Boah, Flammatronarch. Aha, getroffen. Oh, jetzt wird das zum. Ach, das ist ja cool. Okay. Was ist das? Wow, was bist du denn? Licht. Hey. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Meinst du? Die Truhe geht nicht auf. Das ist schade. Ich frage mich auch, ob ich den ganzen Kram mitnehmen darf, wenn ich hier fertig bin. Naja, da fehlt nur noch ein Weg. Aber bis jetzt finde ich die Quest ziemlich lustig, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist immer was anderes. So richtig schön wahnsinnig. Deswegen fand ich Shivering Isles ganz lustig bei Oblivion. Da konnte man nämlich auch mit Sheogorath so ganz lustige Abenteuer erleben. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Ja, ich glaube auch. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Okay. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Mhm. Ich merke schon, Sheogorath führt gern Monologe. Oh, was ist denn hier los? Autschen.
Naja. Ich mache nochmal einen Quicksave. Ich habe so den Eindruck, ich kann hier sterben wahrscheinlich, wenn ich jetzt schon da mich selber so schreien höre. Oh! Was ist los? Was war das? Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Ah, okay, ich verstehe schon. Ich muss wohl immer so das Gegenstück finden, oder was? Ah, okay. Kann ich dich vielleicht auch abschießen? Nee. Ah. Ich verstehe nicht ganz. Muss ich immer so das Gegenstück finden, oder was? Mal so. Aua. Ist das nicht auf mich schießen? Hey. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Ich weiß gar nicht, kann ich das Vieh überhaupt... Nee. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Soll ich das Vieh abschießen, oder... Bringt gar nichts, wenn ich auf das Ding schieße, oder? Aua, warum schießt du denn auf mich? Ich weiß ja auch nicht. Hier immer auf mich schießen will, total unfair. Ja, ich weiß nicht, was soll ich da tun? Was ist denn das Ziel hierbei? Wahrscheinlich immer so das Gegenstück finden, das dem anderen mehr Schaden anrichtet. Irgendwie glaube ich, das geht nicht so, wie ich will, oder? So, jetzt vielleicht? Wenn ich selber ein Feueratronarch... Aua! Mann, jetzt schießt die wieder auf mich, die Blöde! Ich schnall viel, Leute. Feuer. Komm, hau ihn. Na, das bringt auch nichts wahrscheinlich. Ich schnall die Quest jetzt nicht so ganz. Diese Aufgabe, die ich da erledigen soll. Hallo? Ich kann auch nicht springen. Ja, du stehst jetzt sehr unpraktisch, meine Liebe. Ich kann dich gar nicht mehr. Was sind das für Teile hier, die ich gleich da drauf schießen? Ah, guck mal. Ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Ja, irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Oh, wie toll, ey. Das hätte mir auch einer sagen können. Ich bin jetzt so begriffsstutzig, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss mit den Viechern da das machen. Ist der jetzt schon wieder... Naja. Ziemlich lustig, ja. Nochmal, hier, ich kann euch empfehlen, Ingwertee aus der Apotheke, aber ziemlich scharf, aber macht die Stimme wirklich sehr geschmeidig, möchte ich sagen. Es ist sehr leicht zu reden. Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen, ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Das ist einer der Klatsche. Ja, ich habe Pelagius Geist geheilt. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Okay. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bart? Ja. Gepäck? Gepäck! Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen?
Oh yeah. Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Gut, und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Babajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen! Ich mag ihn wirklich, der ist total bescheuert. Okay, wie komme ich zurück? Okay, hat sich schon erledigt, die Frage. Ja, Sheogorath, das ist ein lustiger Kauz, muss ich schon mal sagen. Kann ich jetzt mein Zeug wieder anlegen, bitte? Da haben wir es. Drachenzeug, Drachen. So, wunderbar. Oh, Ebenherzschild habe ich ja auch noch. Ist das eigentlich besser als mein Drachen? Oh, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ach Gott, dieser Ring, der wird mich noch verfolgen. Wo haben wir ihn denn? Stab das Babajak. Ein Energiestoß von Babajak mit einer unvorhersehbaren Wirkung. Das ist ja toll. Den tue ich gleich mal in die Favoriten. Den werde ich auch in Zukunft nutzen, denke ich. Okay. Lustige Sache, diese Quest. Finde ich schon. Also war wirklich toll. Mal was anderes. Aber ich bin noch nicht ganz fertig hier. Gibt's hier noch was? Irgendwas? Dieb der Tugend, das hatte ich schon. Nö. Oder? Seht ihr noch was? Selbst wenn, dann könnt ihr es nicht beeinflussen, was ich hier gerade tue. Ein Übermaß an Dieb. Ah, Schlossklang verbessert. Das ist doch schön. Na, ach komm, nimm mal mit. Man weiß ja nie. Ich muss auch wirklich mal wieder Let's Read machen, Leute. Ich habe jetzt wieder ein paar Bücher gefunden, die ihr mir schon empfohlen habt. Die kann man nicht mehr lesen. Und ich bin gespannt drauf. Bin ich wirklich. Ich finde die Geschichten hier ziemlich gut geschrieben teilweise. Okay, dann würde ich sagen, ich habe ja schon vermutet und ihr habt es mir auch nochmal bestätigt in den Comments. Ich muss erst etwas für die Stadt tun, damit meine Gunst wächst und ich mir dann im Endeffekt ein Haus kaufen kann. Das ist auch meine Absicht. Und wenn ich das gemacht habe, diese Quest erfüllt habe, die mit der Wolfshöhle da, glaube ich, wie hieß die? Wolfsschädelhöhle. Säuber die Wolfsschädelhöhle. Dann werde ich, denke ich, passt ja auf, wo ihr hintretet. Wir haben hier gerade... Wir haben hier gerade erst geputzt. Ja, ja. Ist eure Aufgabe, Mensch. Dann werde ich wahrscheinlich gucken, ob ich mal diese andere Quest noch erfüllen kann. Die ja verbuggt ist, die andere Dedra-Quest. Was ich ziemlich schade finde, wie gesagt. Ich habe... Ja. Bugs lassen sich leider nicht immer verhindern bei so einem großen Spiel. Aber es ist halt immer wieder blöde. Wirklich blöde. Gut, bevor ich mich jetzt aber weiter über Bugs aufregen tue, gehe ich mal in diese Wolfshöhle. Es ist schon wieder Nacht. Ich mag es nicht, bei Nacht hier rumzurennen. Da kommen wieder ganz komische Viecher raus. Da zum Beispiel. Hä? Habe ich was verpasst? Hört ihr das? Ah! Ich habe wirklich was verpasst. Ein Drachenwort! Uah. Wort der Macht! Kampf! Elementare Raserei! Cool. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch erst Meridias Schrein erforscht, oder? Lass mich raten. Nö. Komisch, habe ich nicht. Na egal, wir werden es gleich killen. Ja, wo haben wir es denn? Elementare Raserei. Ja, ich habe irgendwie 8 Drachenseelen. Frag mich nicht, woher. Aber das hier kann ich, glaube ich, nur verwenden, wenn ich keine verzauberte Waffe habe, oder? Finde ich ein bisschen blöd. Okay. Naja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich werde vielleicht... vielleicht werde ich auch mal Zweihand irgendwann skillen. Wird mich auch reizen. Ich meine, so langsam gehen mir nämlich die Optionen aus, wie ich noch Level machen kann. Ich habe ja alles schon recht hoch jetzt, das, was ich eigentlich immer benutze. Okay. Wow, Skelette. Was macht ihr denn da? Hallo. Hallo. Ah, der war ganz knapp. Ah. Okay, Wolfsschädelhöhle, ich komme. Was klappert denn da noch so? Ja, das waren die Skelette, die noch rumgerollt sind. Okay. Ja. Ich muss mal gucken. Ich habe ja noch andere Stufen, also andere Zauberschulen, die ich noch verbessern könnte. Unter anderem noch Veränderung. Ich habe es ja schon gelesen durch einige Comments, dass ihr euch ja wünscht, dass ich die anderen vielleicht auch mal zeige. Aber ich glaube, ich habe es im letzten Video schon gesagt, es gibt eigentlich nicht viel, was mich da reizen würde. Wenn es wirklich ein paar gute Sprüche gibt, die ich jetzt auch im Kampf anwenden könnte,
dann wäre das was anderes, aber so, naja. Hier. Das ist ja lecker. Wo geht's denn hier weiter? Das ist ziemlich verwinkelt und verschachtelt hier. Aha. Gut. Sollte ich vielleicht mal hier oben geht's da hin? Da komme ich wahrscheinlich später zurück, kann ich mir vorstellen. Okay. Hier hagelt's doch bestimmt wieder Untote, oder? Bestimmt sogar. Ach so, jetzt ist mir übrigens auch eingefallen. Ah ja, da ist wieder Draugr. In welchem Spiel das war, wo die NPCs hören, dass man über Dosen rennt. Oder jetzt über Einrichtungsgegenstände stolpert. Das war in Fallout 3, ja. Das habe ich die letzten Tage mal wieder gespielt, um reinzukommen. Weil ich weiß nicht, ob man es ankündigen kann oder ob ich es ankündigen soll. Aber ich habe eigentlich schon Lust, das als Let's Play zu machen. Nur, sei gleich gesagt, das ist wahrscheinlich wieder so ein Mammutprojekt, so wie Skyrim jetzt. Und das ist halt nichts, was man mal eben so durchspielen kann, finde ich. Also da muss man schon ein bisschen was zeigen und Gegner brutzeln. Und ja, wie gesagt. Oh, die hat jetzt schon mehr aus, seht ihr? Also auf Meister. Ach nee. Oh, was? Bam. So, tot. Oh, ich habe vorher noch gesagt, jetzt kriege ich keinen Frosch mehr im Hals, aber irgendwie... ja. Genau. Fallout ist auch was, wo man gerne mal 100 Parts für opfern kann. Also, das werde ich da wahrscheinlich, wenn... Ich sag nicht, wann es kommt. Ich sag nur, es kommt wahrscheinlich in absehbarer Zeit. Dann werde ich da wahrscheinlich auch so halbe Stunden Parts machen. Mal gucken. Also, es gibt wirklich viel zu zeigen. Ich habe das ja gesuchtet ohne Ende, das Spiel. Ich glaube, ich habe das über 100 Stunden schon gespielt. Und trotzdem habe ich, denke ich mal, nicht alles gefunden. Ich weiß nur, ich habe alle Wackelpuppen zum Beispiel. Ich habe alle möglichen Sonderwaffen, habe mir da auch massig an Mods draufgezogen. Mit neuen Quests und neuen Gebieten, die man noch erforschen kann. Ich habe natürlich auch alle DLCs. Die werde ich, denke ich mal, dann auch mitzeigen. Oh, warum hat der jetzt Schlammkrabbe-Chitin dabei gehabt? Und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich eine Menge. Aha, der hat lauter Alchemie-Zucker. Das ist nett. Krankheit heilen. Ach nee, komm. Ich mach doch keine Rezepte hier. Hier wollten wir doch... Was? Ja. Und man muss ich auch nicht... Moment, ich wollte mal gucken, habe ich jetzt eigentlich alles mitgenommen aus Shirgoats Reich? Ja, klar. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir noch mehr Alchemie-Zutaten damit eingesteckt. Aber gut. Aber mal gucken, hier kommt wahrscheinlich wieder mehr Draugr. Wo sind die Draugr? Da. Das Skelett hat was gesagt. Oh, Alter. Weißt du was? Du gehst mir auf den Keks und deswegen machen wir das mit dir jetzt einfach mal so wie immer. Wo haben wir es? Unerbittlich um Macht. Los, Bruder! Tschüss. Was? Och nee, du hässliche. Alte. Brenn, brenn, brenn. Du musst brennen. Schnepfe. Ich wollte dich eigentlich da runter schubsen. Du alle Saftschubse. Aber es ging leider nicht. Das finde ich so doof, dass die mit ihrem blöden Schild da das... ein Drachenwort blocken können. Wo gibt's denn sowas? Oh, was bist du denn? Eine Drachengeißel. Wie muss der aushält? Das ist ja schon krass, ne? Yeah. Hallo? Ich hätte gerne noch die... Hä? Warum hat er jetzt nur die Offhand, also die Nebenhand mit dem Ding? Egal. Oh ja! Ja, ich kann kein Drachenwort. Das backt mal wieder rum gerade. Hallo? Ja, genau das meine ich. Manchmal macht er das Drachenwort nicht, auch wenn ich sehr gedrückt habe. Wow. Eben ziehst du mir aber schon ein bisschen was ab, ne? Moment. Du Arsch. Wo haben wir es denn? Zauberlack der Heilung. Ja, ich trinke erstmal die ich geklaut habe. Das ist besser, weil die kann ich ja nicht verkaufen. Oh, Regeneration. Alles gut. Okay. Das muss reichen. Und ich nehme mal... Frostatem. Na komm her, du Mistvieh. Oh. Boah, ich bin ja gleich tot. Warum habe ich denn jetzt eben Third Person geschaltet? Mann, du blödes Vieh. So, erstmal Gesundheit erhöhen. So. Na komm, brauchst du nicht verstecken. Oh, Kadi! Und...
Stirb. Okay, so geht das. Ja, ich wollte nur ein bisschen angeben. Ich hätte den jetzt auch viel einfacher kaputt machen können. Naja. Aber ihr seht schon, die Kämpfe werden wieder ein bisschen anspruchsvoller. Das wollte ich eigentlich damit erreichen, indem ich sie eben ganz hoch stelle. Gut. Hier ist wohl Ende im Gelände. Dann muss ich, denke ich, da runter. Muss ich springen. Aber Leute, bevor ich das tue, ist diese Folge leider auch schon wieder vorbei. Und ich verweise euch zum nächsten Mal in Skyrim.